Willkommen beim Webinar MAPLE 17 in der Mathematik-Ausbildung. Mein Name ist Justin Armitage und ich bin Marketing Communications Coordinator bei MapleSoft. MapleSoft hat 1980 als Forschungsprojekt an der University of Waterloo begonnen und wurde 1988 als ein Unternehmen gegründet. Unsere ersten Kunden waren Mathematikprofessoren und Forscher an Universitäten. Die Erweiterung unseres Produktangebots hat den Kundenkreis auf weitere technische Gebiete, die Mathematik einschließen, Schulen und Fachhochschulen sowie die Industrie ausgedehnt. Immer häufiger erfahren Dozenten und Lehrer Herausforderungen beim heutigen Mathematikunterricht, wie zum Beispiel immer größere Klassen, immer weniger Mittel, kürzere Aufmerksamkeitsspanne der Studierenden, hohe Ansprüche an die Zeit der Lehrenden, steigende Erwartungen an die Ergebnisse der Studierenden und Schwierigkeiten beim Finden von studentischen Hilfskräften. Die möglichen Vorteile der Nutzung von Technologie im Unterricht werden seit Jahren diskutiert. Und es gibt viele beeindruckende Beispiele von Dozenten, die sich die Zeit genommen haben, um Hindernisse zu überwinden, Lösungen für Probleme zu finden und die Werkzeuge ihren Studierenden zu vermitteln. Sie ernten heute die Früchte ihrer Arbeit. Zu häufig mussten jedoch sowohl Lehrende als auch Studierende sehr hart arbeiten und sehr viel Zeit investieren, um diese Ergebnisse zu erreichen. Wir bei MapleSoft glauben, dass es leichter gehen sollte. Es sollte sogar einfach sein und unsere Lösungen helfen ihnen, dorthin zu gelangen. Alle unsere Produkte und Lösungen bauen auf zwei Kerntechnologien auf, die es so nur bei MapleSoft gibt. Die weltweit fortschrittlichste Engine für symbolische Berechnungen und Clickable Math in der Überzeugung, dass Mathematik-Software so einfach anzuwenden sein sollte, dass sich Lehrer und Schüler sowie Dozenten und Studierende auf die Mathematik und nicht auf das Werkzeug konzentrieren können. Die Techniken der Clickable Math sorgen dafür, dass die Lernenden von Anfang an produktiv und engagiert sind. Die intelligente Dokumentenumgebung in Maple erzeugt ausführliche Dokumente, die voll interaktiv sind und so professionell aussehen wie ein Lehrbuch. Wir sitzen nicht einfach nur herum und denken uns Dinge aus. Wir stehen an vorderster Front bei der Forschung und arbeiten mit erfahrenen Akademikern auf der ganzen Welt zusammen. Als weltweit führender Berechnungsingenieur für jede Art von Mathematik setzt MIPLE neue Maßstäbe bei der Lehre der Mathematik und eröffnet neue Horizonte in der technischen Forschung, wie zum Beispiel Grundlagen der Algebra, lineare Algebra, einfache und multivariate Infinitesimalrechnung, gewöhnliche Differentialgleichungen oder ODE, partielle Differentialgleichungen oder PDE und Differentialgleichungen. MAPLE bietet über 5000 mathematische Funktionen für numerische und symbolische Lösungen an und hat die weltweit fortschrittlichsten Lösungsmodule für ODE, PDE und Differentialalgebraische Gleichungen, DAE, mit hohen Indizes. Effiziente Berechnung. Bei jeder neuen Version strebt MapleSoft danach, die Effizienz und die Geschwindigkeit der mathematischen Berechnungen noch weiter zu verbessern. Dazu gehören Verbesserungen bei den am häufigsten gebrauchten Routinen und Algorithmen sowie der zugrunde liegenden Infrastruktur. Neue Algorithmen erlauben schnellere Berechnungen mit komplexen Fließkommazahlen, wobei einige Berechnungen bis zu 2000 Mal schneller ausgeführt werden. Der Speicherverbrauch ist in MAPLE durch die Kombination aus einer Aufteilung des Speichers und einem parallelen Speichermanagement deutlich verringert worden. Die Aufteilung des Speichers in Bereiche verringert die Fragmentierung und nutzt den gesamten Speicher sehr viel effizienter. Differentialgeometrie. Verbesserte Funktionen und eine höhere Effizienz für die Untersuchung von noch mehr Problemen in der Differentialgeometrie. Zu den Verbesserungen gehören neue Befehle für die Berechnung der Eigenschaften von Vektoren, Tensoren, differentiellen Formen, Quaternionen und Oktonionen.
die Lösung von Gleichungen, deren unbekannte Tensoren oder differenzielle Formen sind, die nicht-kommunikative Multiplikation für die allgemeine Algebra und vieles mehr. Statistik. MIPL enthält eine Vielzahl von Statistikfunktionen, die in MIPL 17 noch erweitert worden sind. Die neue Version enthält einen neuen Algorithmus zum Anpassen von Daten in einem überbestimmten System zum Einsatz in prädiktiven Modellen und ein neues, robustes Steuerungsmaß, das für asymmetrische Verteilungen besser geeignet ist als die mittlere absolute Abweichung. Physik. Das MIPL-Physik-Paket enthält weltweit führende Werkzeuge für Berechnungen auf dem Gebiet der theoretischen Physik. Es verarbeitet eine Vielzahl physikalischer Konstrukte. Wesentliche Verbesserungen des Physikpakets für noch mehr Möglichkeiten in einer modernen Umgebung für algebraische Berechnungen in der Physik. Gruppentheorie. Ein umfangreiches neues Paket zur Gruppentheorie enthält über 150 Befehle, um Gruppen zu konstruieren, deren Eigenschaften zu untersuchen, Operationen auszuführen und die Ergebnisse zu visualisieren. Seit Jahren ist MIPL führend dabei, Mathematik-Software mit Hilfe einer großen Auswahl an Paletten, interaktiven Assistenten, kontextsensitiven Menüs, Tutoren und weiteren Clickable Math-Werkzeugen benutzerfreundlicher zu machen. MIPL 17 legt die Messlatte mit seiner neuen, innovativen Art, die Mathematik zu erkunden, jetzt noch höher. MIPL 17 setzt die Tradition der Clickable Math-Techniken fort, um es einfach zu machen, Mathematik zu lehren, zu lernen und anzuwenden. MIPL 17 baut auf den Smart Pop-Ups und der Drag-to-Solve-Technologie auf, die erstmal in MIPL 16 eingeführt worden ist, und bietet eine Reihe neuer Möglichkeiten, die Mathematik allein mit der Maus zu erkunden. Mit Drag-to-Solve lösen Sie Ihre Gleichungen Schritt für Schritt, indem Sie Terme dorthin ziehen, wo Sie sie haben wollen. Smart Pop-Ups schlägt häufige Operationen vor, die auf den gesamten Ausdruck oder nur einen Teil angewendet werden können und zeigt eine Vorschau des Ergebnisses, bevor fortgefahren wird. Mit dem Smart Pop-Ups können Sie einfach bestimmen, ob Ihr Unterausdruck faktorisiert werden kann, wie die grafische Darstellung aussieht, welche mathematischen Identitäten angewandt werden könnten und vieles mehr. In MIPL 17 sind die Smart Pop-Ups-Menüs erweitert worden. Sie enthalten nun Auswahlpunkte für die Vervollständigung der Optionen zur Quadrierung und Vereinfachung auf der Grundlage der Länge des Ausdrucks. Weitere Verbesserungen betreffen die Erzeugung und Anzeige der Menüs für Smart Pop-Ups und Drag-to-Solve, einschließlich visueller Verbesserungen der Internationalisierung und der Anzeigezeit. Außerdem passt ein angezeigter Ergebnisvorschlag für die Anwendung des Befehls Simplify, vereinfachen, nun das Ergebnis visuell an die aktuellen Bindung von Simplify an. Wenn zum Beispiel das Real-Domain-Paket geladen worden ist, wird ein vorgeschlagenes Ergebnis durch die Anwendung von Simplify jetzt an das Ergebnis angepasst, das man mit Real-Domain-Simplify erhalten würde. MIPL hat eine Vielfalt von Eigenschaften anzubieten, wie die folgenden. Nummer 1. Visualisierung mit großer Wirkung. Optimierungen bei Farbeinsatz, Beleuchtungsmodellen, Oberflächeneigenschaften und Gitterlinien in MIPL 17 sorgen dafür, dass Ihre Visualisierungen noch besser aussehen und wirken. Nummer 2. Snippets Palettes. MIPL enthält über 30 verschiedene Paletten als Hilfe bei vielen Aufgaben, zum Beispiel der Erstellung und Bearbeitung mathematischer Ausdrücke, der Verfolgung von Variablen und beim Austausch von Dokumenten mit anderen Anwendern. Mit den Paletten können Sie sehr produktiv arbeiten, ohne sich die Syntax oder die Befehle von MIPL merken zu müssen. Nummer 3. MIPL Cloud. MIPL bietet eine integrierte Umgebung zur Erstellung, Verteilung und zum Empfangen technischer Dokumente über die MIPL Cloud Document Exchange. Der Zugang zur MIPL Cloud ist nahtlos in die MIPL-Umgebung eingebunden. Sie können Ihre Arbeit schnell und einfach mit einer Gruppe von Kollegen, Ihrem Kurs oder MIPL-Anwendern auf der ganzen Welt teilen, ohne dass Sie hierzu weitere Werkzeuge benötigen
oder umständliche Routinen zum Up- und Download befolgen müssen. Und Nummer 4, eingebettetes Video. Über 17 bietet Ihnen jetzt die Möglichkeit, Videos direkt in Ihre Dokumente einzubinden. Diese Videos können nicht nur im Rahmen Ihrer Maple-Anwendung wiedergegeben werden, sie können sogar Maple-Aktionen, zum Beispiel die Aktualisierung von Grafiken, Schaltflächen zur Aktivierung, Ausführen von Berechnungen usw. so setzen, dass sie zu bestimmten Zeitpunkten im Video ausgeführt werden. Mathematik-Apps sind interaktive Vorführungen, die Schülern und Lehrern sowie Studenten und Dozenten die Möglichkeit geben, eine Vielzahl verschiedener mathematischer und wissenschaftlicher Konzepte zu untersuchen und zu illustrieren. Diese Vorführungen können in einer Lernumgebung, zum Beispiel Vorführungen im Hörsaal oder individuellen Übungen, eingebunden werden. Es gibt bereits fast 200 Mathematik-Apps in Maple, die auch über das Möbius-Projekt verfügbar sind. Maple 17 enthält über 45 neue Mathematik-Apps, um die Lernenden für mathematische und wissenschaftliche Konzepte zu begeistern. Dazu gehören sphärische Koordinaten, Einheitswurzeln, kinematische Größen, lineare Näherungen von Funktionen und vieles mehr. Mehr als je zuvor verändert die moderne Technologie die Art und Weise, wie wir Wissen vermitteln. Dazu kommt eine neue Generation von Studierenden, die damit aufgewachsen sind, jederzeit und überall auf Informationen zugreifen zu können. Maplesoft hat eine Vision entwickelt, um den Lehrern und Dozenten in dieser neuen Welt zum Erfolg zu verhelfen, das Möbius-Projekt. Das Möbius-Projekt ist eine revolutionäre Initiative, die noch mehr Menschen die Möglichkeiten von Maple auf noch mehr unterschiedliche Arten eröffnet. Mit Maple können Sie einfach interaktive Mathematik-Apps erstellen, die Ihren Kollegen und Schülern oder Studenten helfen, Probleme zu lösen, die Lösungen zu visualisieren und Konzepte zu erkunden. Diese Apps können Sie anschließend im Möbius-Projekt veröffentlichen, wo alle frei darauf zugreifen und sie im Unterricht oder zum individuellen Lernen einsetzen können. Möbius Apps haben eine einfache Point-and-Click-Schnittstelle für den Zugang zur vollen Leistung von Maple. Von der Hilfe bei der Lösung eines Integrals oder der Visualisierung einer Funktion bis zur Berechnung des in einem Fluss gelösten Sauerstoffs oder der benötigten Foliendecke für ein Solarpanel. Aber das Beste ist die Möglichkeit, eine Möbius App in Maple TA, dem Test- und Bewertungssystem von Maplesoft, automatisch zu benoten, um das Verständnis der Studierenden auf eine völlig neue Weise zu bewerten und zu vertiefen. Und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Thomas Richard, der Ihnen Maple 17 kurz vorführen wird. Maple ist die weltweit bekannte universelle Umgebung von Maplesoft für das Berechnen von technischen und akademischen Aufgabenstellungen, sowohl mit Hilfe der symbolischen als auch der numerischen Mathematik. Das heißt, Sie können mit Maple ähnlich wie mit einer herkömmlichen Programmiersprache arbeiten und numerische, das heißt mit Gleitkommazahlen und Näherungsalgorithmen ausgestattete Rechnungen verfolgen, aber auch symbolisch arbeiten, das heißt Formeln vereinfachen, umstellen, Gleichungen lösen, differenzieren, integrieren, Differentialgleichungen lösen, Integrale lösen, Integralgleichungen, Statistik, lineare Algebra und Optimierung, alles neben numerischen, auch mit symbolischen Routinen behandeln. Um Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, was die Fähigkeiten von Maple betrifft, möchte ich Ihnen ein paar interaktive Beispiele vorführen. Sie sehen hier den Dokumentenmodus mit der zweidimensionalen Mathematikeingabe, so wie er Default ist nach der Installation. Und wenn Sie Maple als eine Art intelligenten Taschenrechner benutzen wollen, geht das ganz einfach mit Tastaturbefehlen. Sie können sehr große Zahlen berechnen. Maple hat eine Langzahlarithmetik. Das hier ist nur ein kleines Beispiel. Sie können aber ganz einfach auch mehrere Bildschirmseiten füllen und den Hauptspeicher Ihres Rechners mühelos auslasten mit beliebig großen Zahlen, sowohl ganzen als auch rationalen Zahlen, als auch Gleitkommazahlen mit beliebiger Genauigkeit. Wenn Sie etwa die Kreiszahl Pi in Maple auf 200 Stellen ausrechnen möchten, geht das so: Evaluation in Floating Point Context, und die Angabe mit dem großen P und dem kleinen I bedeutet eben die eingebaute Konstante, die den Umfang durch den Durchmesser eines Kreises teilt. Wenn Sie ein bisschen
höhere Rechenoperationen ausführen wollen, bieten wir Ihnen zum Beispiel Paletten an. Auf der linken Seite zu sehen, da sind die wichtigsten eingeblendet, etwa die Palette für Ausdrücke, die Expressions. Und wenn Sie etwa ein Integral ausrechnen wollen, wie hier das bestimmte Integral, was von 0 bis 3 laufen soll, das ist hier so eine Tastatursteuerung mit dem Tab-Tabulator-Taste. Dann können Sie von einem Platzhalter zum nächsten springen. Und den Integranten möchte ich jetzt als Cosinus Omega T eingeben. Dazu klicke ich auf den Cosinus-Ausdruck und wähle aus der Palette mit den griechischen Buchstaben namens Greek den letzten Eintrag, nämlich das kleine Omega, aus und kann den Rest selbst eintippen. In T sei meine Integrationsvariable. Und herauskommt ein Integral, was von dem symbolischen Parameter Omega, über den Maple bisher noch nichts weiter weiß, abhängig ist. Und wenn Sie das Ergebnis, was hier auf der rechten Seite mit einer 5 durchnummeriert wird, im Sinne eines Lehrbuchs für Gleichungslabels, also Referenzen auf vorangegangene Ausdrücke, weiterverarbeiten wollen, dann können Sie das per Kontextmenü machen, wie ich es hier einblende. Das dauert beim ersten Mal einen kleinen Augenblick, weil das in Maple selbst programmiert und dementsprechend vom Anwender auch modifizierbar und an seine eigenen Bedürfnisse anpassbar ist. Dann können Sie dann zum Beispiel diesen Ausdruck Sinus 3 Omega durch Omega differenzieren nach dem Parameter, und Maple fragt nach welcher Variable, und hier kommt nur eine, nämlich Omega, vor, und dann sehen Sie so einen Abbildungspfeil, der das Ergebnis der Operation ausdrückt, und das können Sie editieren. Sie können zum Beispiel sagen, differenziere nach Omega, also um auf Deutsch zu kommentieren. Anschließend können Sie etwa das Ergebnis noch zusammenfassen mit Combine, das gibt es wiederum die Zusammenfassung nach Potenzen oder nach trigonometrischen Anteilen. Ich möchte hier nach Potenzen zusammenfassen. Das hat den Effekt, dass, Entschuldigung, habe mich verklickt, ich wollte nach trigonometrischen Elementen zusammenfassen. Das hat den Effekt, dass auf den Hauptnenner gebracht wird und nicht nach Potenzen geordnet wird. Sie sehen dann hier das Omega-Quadrat im Hauptnenner. Angenommen, ich möchte das Ergebnis jetzt weiter visualisieren, etwa mit einem Plot, und das wäre dann in diesem Fall ein zweidimensionaler Plot, weil der Ausdruck nur von einer Variablen abhängt, der dann auf der waagerechten Achse entlang läuft. Dann wähle ich aus dem Kontextmenü diesen Plot aus und hier den einfachsten, nämlich den 2D-Plot. Da werden gewisse Defaults verwendet, nämlich weil es hier sich um einen trigonometrischen Ausdruck handelt, wird die waagerechte Achse, hier die Omega-Achse, von minus 2π bis 2π in Vielfachen von Pi halbe eingeteilt. Und wenn ich das umstellen möchte, gehe ich auf die Achseneigenschaften und möchte diesen Default ausschalten. Und insbesondere kann ich die Feinheit der Aufteilung vorgeben. Ich kann die Farben, die Feinheit, die Striche und so weiter einsetzen. Ich kann zum Beispiel den Graph selbst hier auf grün umstellen, Color grün und so weiter. Entsprechend können Sie alle möglichen Einstellungen dieses Plots nachträglich noch verändern, ebenso wie Sie natürlich auch Befehle eingeben können. Einen einzigen Befehl hat man schon gesehen, das war der evalf-Befehl. Hier nun einer direkt für Plotten im dreidimensionalen Raum, das heißt mit zwei unabhängigen Variablen, und wir möchten so einen Potenzialhut hier e hoch minus x Quadrat minus y Quadrat haben, wobei x von minus 3 bis 3 und y von minus 4 bis 4 laufen soll, eingeben. Da sehen Sie jetzt, das haben wir nicht interaktiv erzeugt, sondern per Befehl, also programmatisch. Und hier werden auch einige Defaults verwendet, etwa was die Feinheit des Gitters, die Farbgebung, die Schattierung, den Kamerastandpunkt und so weiter betrifft. Und insbesondere möchte ich hier diese Bounding Box, also den Kasten um den Plot, loswerden. Das kann ich auch wiederum interaktiv machen oder per Option zum Plotbefehl. Da zeige ich Ihnen, wie das geht mit der Option Axis gleich Normal statt Box, wie wir es hier im Default haben. Und schon sehen Sie, verschwindet diese Gitterbox. Und so sehen Sie, dass Sie alle Aufgaben sowohl programmatisch, das heißt mit Maple-Befehlen, erreichen können, als auch interaktiv, das heißt über Kombinationen aus Tastenkürzeln, Mausaktionen, Kontextmenüs, Paletten und weiteren interaktiven Elementen, von denen wir hier aus Zeitgründen nur wenige zeigen können. Die Eingabe von Befehlen kann man in diesem Modus selbstverständlich auch weiter fortsetzen. Es gibt ja für einiges auch interaktive Assistenten, die Sie im Tools-Menü befinden. Tools, Assistenten, etwa für Optimierungen, für Interpolation, für spezielle Funktionen aus der mathematischen Physik, für Datenimport und. Hier sehen Sie etwa 20 Themen, die Ihnen bei der Durchführung von Standardoperationen des täglichen Lebens zur Hand gehen. Ich möchte Ihnen etwas anderes zeigen stattdessen, und zwar den Worksheet-Modus. Das heißt, in einem Modus, in dem man eher programmiert, also Prozeduren erstellt,
wiederholbaren Code ausführt, wo also wirklich die Programmierung im Vordergrund steht und nicht das Erstellen von interaktiven Dokumenten, wie wir es eben im Document Mode das gesehen haben. In diesem Programmiermodus oder Worksheet-Modus, wie wir sagen, hat es sich als sinnvoll erwiesen, am Anfang den Befehl Restart zu verwenden, um den Variablenspeicher einmal zu leeren und auf den definierten Ausgangszustand zurückzusetzen, so wie es halt beim ersten Start eines solchen Sheets sowieso der Fall ist, aber für mehrfache Ausführungen, etwa in der explorativen Phase am Anfang einer Problemstellung, ist das sinnvoll. Angenommen, wir möchten folgende Differentialgleichung, gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten lösen. Das ist der Ableitungsbefehl x von t, sei mal eine Funktion, die gesucht wird, zweimal nach t abgeleitet. Minus 3 mal erste Ableitung. Das können Sie interaktiv über Komponenten eingeben, aber das spare ich mir mal hier. Plus x von t ist die Funktion selbst und die rechte Seite sei ein Cosinus von Omega mal t, so ein Störglied hier. Periodisch und wenn ich in diesem Modus arbeite, muss ich die Zeilen mit einem Semikolon abschließen, um eine Ausgabe zu erwirken oder mit einem Doppelpunkt, um diese Ausgabe zu unterdrücken, wie eben beim Restart-Befehl. Sie sehen übrigens, diese Ableitung wird hier in der Physikernotation mit einem Punkt geschrieben. Das kann man umstellen. Maple hat einen regelbasierten zweidimensionalen Formelsatz, sodass Sie auch hier etwa die Leibniz-Notation mit dx von t nach dt bei der Ausgabe einstellen können. Die Lösung erhalte ich mit dem Befehl dsolve und nennen wir sie hier Lösung, LSG. Und im einfachsten Fall muss ich hier nur den Namen der Differentialgleichung angeben und erhalte dann, beim ersten Mal dauert es wiederum ein bisschen, weil die entsprechende Library nachgeladen wird in den Kommandospeicher. Und dann sehen Sie hier die allgemeine Lösung mit Integrationskonstanten C1 und C2 und der partikulären Lösung, die in diesem Nenner, schon in diesem Bruch wieder auftaucht, in die der Parameter groß Omega eingeht. Angenommen, ich möchte aus irgendeinem Grund die Gültigkeit dieses Ergebnisses überprüfen. Auch das geht, insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie zusätzliche Anfangs- oder Randbedingungen haben und vielleicht mehrere Gleichungen, vielleicht nicht lineare Gleichungen und höhere Ordnung. All das kann Ihnen Maple auf Wunsch abnehmen, wenn Sie die vorgefundene Lösung LSG sozusagen vorsichtig differenzieren und gucken, ob alle Anfangs- und Randbedingungen, von denen wir hier keine vorgegeben haben, auch tatsächlich erfüllt sind. Dann kommt im Idealfall eine Null raus, die bedeutet keine Abweichung zwischen linker und rechter Seite nach Einsetzen der Lösung. Und damit haben Sie einen schnellen Überblick über die Richtigkeit Ihrer Lösung. Sie können auch Reihenentwicklungen und asymptotische Entwicklungen und Ähnliches versuchen. Analog gibt es PD-Solve und PDE-Test für partielle Differentialgleichungen. Maple kann auch Integralgleichungen lösen. Und. Außerdem kann es Programmieren und Maple-Prozeduren und benutzereigene Ausdrücke in Quelltext für 6 verschiedene Zielsprachen umwandeln. Davon möchte ich Ihnen beispielhaft etwas zeigen. Ich schreibe eine Prozedur P, die einfach von einem Ergebnis, nennen wir es, von einer Variablen S, den Kehrwert bildet und zurückliefert. Und in Maple selbst kann ich diese Prozedur dann so aufrufen. Da kommt also ein 54 raus. Das wird absichtlich nicht weiter in Gleitkommazahlen umgewandelt, weil Maple so lange versucht, exakt zu rechnen wie möglich. Und wenn ich etwa Quelltext für die eben genannten Programmiersprachen bilden möchte, dann lade ich mir das Paket Code Generation. Sie wollen sehen, ich brauche diese langen Bezeichnungen nicht komplett einzutippen. Mit dem Befehl with lade ich das im interaktiven Modus in den Speicher und kann mir dann etwa Fortran Code, das ist in diesem Fall Fortran 77 Code, für die Prozedur P ausgeben lassen. Und dann sehen Sie, das wird auf dem Bildschirm per Default geschrieben. Sie können natürlich auch direkt in Dateien schreiben. Sie können auch einen Optimierungsgrad angeben, also wiederkehrende Teilausdrücke automatisch eliminieren und nur einmal ausrechnen lassen, um Overhead zu vermeiden. Sie können auch benutzereigene Prozeduren durch den externen Compiler schicken, den Maple aufrufen kann und dann das Kompilat, also die DLL-Datei oder die SO-Library, je nachdem, ob Sie Windows oder Unix benutzen, an den Maple-Laufzeitkern anbinden und das Ergebnis dann wiederum ohne den Overhead des Maple-Interpreters im Ergebnis haben. Dies soll für einen ganz kurzen Überblick zu Maple für den Augenblick reichen. Wir bieten eine Sammlung von Ressourcen, die Ihnen kostenlos zur Verfügung stehen, einschließend dem Teacher Resource Center, bei dem Lehrmaterial, Musteranwendungen, Schulungen oder empfohlene Arbeitsweisen heruntergeladen können werden. Außerdem kann man im Application Center tausende kostenlose Anwendungen aus der MapleSoft Community finden. Maple Primes enthält Foren, Blogs, Hilfe, Antworten und alles, was mit Maple
und Mathematik zu tun hat. Als Student kann man das Student Help Center besuchen, um Themen zu erkunden und Fragen zu stellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte vergessen Sie nicht, sich anzumelden.